Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS Family Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna, vor 16 Jahren noch verzweifelte Mama eines ADHS-Kindes. Heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 20-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Ja, ihr Lieben, bereits letzte Woche hatte ich Nathalie bei mir im Podcast zu Gast. Da hat sie uns als Mama eines Kindes mit ADHS erzählt, wie sie als Mutter den Lehrkräften und der Schule gegenübertritt, um für eine gute Zusammenarbeit zwischen ihr, ihrem Kind und der Schule zu sorgen. Nathalie hat uns in diesem Interview eine Menge Tipps gegeben und diejenigen von euch, die Podcast 50 nicht gehört haben, sollten das auf alle Fälle nachholen. Und in der heutigen Episode wird Nathalie uns verraten, wie aus ihrer Sicht als Lehrkraft die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus gut funktionieren kann. Nachdem es aber unter anderem auch um genau dieses Thema in meinem Webinar nächste Woche geht, weise ich euch gleich mal darauf hin, dass ihr herzlich eingeladen seid, daran teilzunehmen. Das Webinar ist kostenlos, es gibt 2 Abendtermine am 21. und 22. September und einen Vormittagstermin am Samstag, den 25. September, damit auch alle einen passenden Zeitpunkt für sich finden. Das Webinar dauert in etwa 45 Minuten und am Ende können die, die mögen, mir noch Fragen im Chat stellen. Einen Platz könnt ihr euch dafür unter www.adhshilfe.net/webinar reservieren. Ich verlinke dazu auch in den Shownotes. Technisch braucht ihr dazu überhaupt keine Kenntnisse, denn ihr klickt nur den Webinar-Link, den ich euch zusende, und schon erscheine ich am Bildschirm. Und wer wegen des heiklen Themas um seine Anonymität besorgt ist, keine Angst. Das Webinar ist nur zum Zusehen und auch bei den Fragen im Chat sieht niemand eure Namen. Im Übrigen gibt es natürlich auch zur heutigen Folge ein begleitendes PDF, in dem ihr nochmal die wichtigsten Tipps von Nathalie findet und das ihr euch unter www.adhshilfe.net/schule2 herunterladen könnt. Gut, das Einzige, das ich euch noch erklären möchte, bevor es losgeht. Erstens gibt es am Anfang wieder leichte Tonstörungen, für die ich mich entschuldigen möchte. Und zweitens spricht Nathalie immer wieder von wir, wenn sie über ihre Lehrerrolle berichtet. Das ist deshalb so, weil sie sich den Unterricht mit einer Stellenpartnerin teilt, da sie nur an 2,5 Tagen unterrichtet und die restlichen 2,5 Tage die Stellenpartnerin übernimmt. So, das vorausgeschickt, kann es losgehen mit dem Interview mit Nathalie, die wieder wertvolle Strategien für uns als Eltern, diesmal aber auch für Lehrkräfte hat. Ja, herzlich willkommen, liebe Nathalie. Zum zweiten Mal hören wir einander jetzt schon innerhalb von kurzer Zeit. Letzte Woche warst du ja hier und hast den Zuhörern etwas aus deiner Mutterrolle eines betroffenen Kindes erzählt. Aber heute bist du ja eigentlich hier, um diese Lehrkraftperspektive den Zuhörern ein wenig näher zu bringen. Aber vielleicht magst du, bevor wir loslegen, dich einmal kurz vorstellen. Nicht alle werden ja den Podcast von letzter Woche gehört haben. Ja, es freut mich, wieder erneut hier sein zu dürfen. Ich bin 44 Jahre alt, arbeite seit 20 Jahren als Unterstufenlehrperson. Das ist bei uns in der Schweiz 1. bis 3. Klasse. Mein Sohn ist 11 Jahre alt und selber von ADHS betroffen. Das heißt, du hast gesagt, seit 20 Jahren unterrichtest du, also ganz schön lange. Du blickst schon auf wirklich Erfahrung zurück. Ja. Genau, ja. Gut, und dann frage ich dich gleich mal, was erwartest du dir denn von Eltern, die ein auffälliges Kind oder ein Kind mit ADHS haben? Weil was du dir als Mama wünschen würdest, das haben wir ja letzte Woche gehört,
Was ganz wichtig ist für mich, ist, dass die Eltern mir gegenüber wirklich offen und ehrlich sind. Weil nur so kann eine gute Zusammenarbeit wirklich funktionieren. Und offen und ehrlich meine ich auch, dass man auch über Schwierigkeiten spricht, dass auch Eltern ihre Ängste formulieren, dass auch ich die Schwierigkeiten im Unterricht formulieren darf und dass es ein gegenseitiges Akzeptieren und Annehmen ist, weil wir sind alles Menschen. Und dass so die Basis geschaffen wird für eine wirklich gut funktionierende Zusammenarbeit und schlussendlich mit dem Ziel, das Kind bestmöglich zu unterstützen. Darf ich dich da gleich mal unterbrechen? Du hast jetzt gesagt, die Eltern müssen ehrlich sein und offen sein. Aber was tust du denn, wenn du jetzt ein sehr auffälliges Kind hast, aus deiner ganzen Erfahrung heraus dir denkst, das Kind hat doch ganz bestimmt ADHS, die Eltern wissen es aber nicht. Ich nehme an, du würdest die Möglichkeit der Diagnose natürlich dann ansprechen. Aber was tust du, wenn die Eltern da überhaupt nicht offen sind dafür? Genau, also ich habe da die Erfahrung gemacht, wenn ich als Lehrperson den Eltern versuche zu beweisen, dass ihr Kind ein Verhalten zeigt, das es schwierig macht, dieses Kind zu unterrichten, wenn die Eltern das alles abstreiten oder sagen, ja, zu Hause ist nichts, dann hilft es, wenn man mit den Eltern natürlich ins Gespräch kommt und dort ganz klar signalisiert. Ich als Lehrperson nehme dieses und dieses Verhalten wahr. Ich kann jetzt auch noch ergänzen aus meiner Erfahrung. Es kann, wenn es jetzt Junglehrer betrifft, können die das weniger sagen. Ich kann auch noch ergänzen aus meiner Erfahrung als selbst Betroffene. Mama, ist bei mir möglich, wenn das nicht möglich ist, dass man ganz klar die Beobachtungen den Eltern mitteilt und auch einen Rat gibt, wie man weitergehen könnte, was es für Möglichkeit geben würde, was der Vorteil einer Abklärung sein könnte. Zum Beispiel, wenn man sagt, bei einer Abklärung findet man heraus, ist es ADHS. Vielleicht ist es ja auch nicht ADHS. Vielleicht ist ja verminderte Merkfähigkeit. Es geht nur um dieses Thema. Vielleicht ist es ganz etwas anderes. Ich bin ja auch nicht eine Psychologin, sondern ich bin Lehrperson und dass man das offen sagt, dass man bei einer Abklärung genauer hinschaut, wie können wir, und wir meine ich auch ihr Eltern, wir Lehrpersonen, wir zusammen dieses Kind bestmöglich unterstützen, welche zusätzlichen Ressourcen können vielleicht gesprochen werden, damit das Kind eine gute Schullaufbahn erleben darf und dass das Kind glücklich ist, dass es dem Kind gut geht. Und wenn man da als Lehrperson sagt, was alles möglich ist und dann ganz klar formuliert, aber es ist ihr Kind und sie entscheiden, sie tragen auch die Verantwortung für dieses Kind, also die Eltern auch in diese Verantwortung nehmen, dann habe ich wirklich in meiner ganzen 20-jährigen Erfahrung selten erlebt, dass Eltern dann immer noch so wahnsinnig in den Widerstand gehen. Es gibt Eltern, die sind dann schneller dabei, die entscheiden sich schnell, weil sie merken, eigentlich stimmt es. Es klingt dann etwas in ihnen an und sie können dann sagen, okay, das machen wir jetzt. Und es gibt Eltern, die mehr Zeit brauchen, die mehr Gespräche brauchen, bis sie an den Punkt kommen, wo sie sagen können, okay, jetzt sind wir auch bereit. Und da ist natürlich wieder wichtig als Lehrperson, dass man dafür auch Verständnis hat, weil es ist ein anspruchsvolles Thema, das braucht einen inneren Prozess und da braucht es einfach von beiden Seiten ganz viel Verständnis. Ja, also ganz bestimmt. Und man kann sich natürlich nur wünschen, dass unsere Kinder und die Kinder der Zuhörer und überhaupt alle Kinder eigentlich immer Lehrkräfte haben, die dann eben diese Diagnose ins Rollen bringen würden, wenn sie denn entsprechend informiert sind und die dann auch das Feingefühl für die Eltern haben, sie zu ermutigen, diese Diagnose anzudenken und anzugehen. Dass das einfach auf eine Art und Weise kommuniziert wird, dass sich, so wie du das formuliert hast, die Eltern eben nicht auf den Schlips getreten fühlen und auch nicht gedrängt fühlen, sondern dass sie es eher als Initialzündung nehmen und als Unterstützung und merken, aha, und wenn da jetzt eine Diagnose wäre, dann hätten wir ja eine verständnisvolle Lehrerin im Hintergrund, weil sie selbst hat es ja angeregt. Genau. Mir ist noch etwas in den Sinn gekommen bezüglich Fragen und Unsicherheiten, was sich auch sehr bewährt, wenn man den Eltern das Angebot macht. Also bei uns ist das so, dass wir sagen, die Eltern dürfen sich, nicht nur die Eltern mit ADHS-Kindern, allgemein die Eltern dürfen sich bei Sorgen, bei Themen wie auch das Thema der Hausaufgaben jederzeit bei uns melden. Und jederzeit, da meinen wir wirklich jederzeit, heutzutage per WhatsApp, per E-Mail, was auch immer. Wir, und das sagen wir ganz klar so, wir werden uns abgrenzen, wenn wir keine Zeit haben.
Aber ich weiß, wie wichtig das ist, wenn die Eltern diese Sorge loswerden und deponieren können. Und bei Kindern mit ADHS ist dies noch viel, viel größer, dass die sich wirklich Sorgen machen, wenn das Kind in die Schule geht, oh, hoffentlich passiert heute nichts, hoffentlich kann er sich heute konzentrieren und so weiter. Und wenn man das als Lehrperson den Eltern diese Angst ein bisschen nehmen kann, indem man das Angebot macht, sie dürfen sich bei mir melden, auch wenn jetzt am Morgen Streit ist mit Anziehen, mit vorwärts machen, für in die Schule zu gehen. Bei uns ist es so, wir wollen das hören. Wir wollen wissen, was zu Hause passiert ist. Nicht, dass wir dann Tipps geben, sondern weil wir dann das Kind anders aufnehmen können im Unterricht. Und vielleicht wissen, okay, es kommt mit einer gewissen Anspannung schon in die Schule, dann stehe ich vielleicht schon in der Garderobe und schaue, wenn das Kind reinkommt, dass es nicht gleich in Konflikte verwickelt wird. Oder ich weiß, heute ist vielleicht schwieriger mit der Konzentration, weil es einfach noch einmal gedanklich mehr abgelenkt ist und dass ich dann zu diesem Kind zwei, dreimal vielleicht mehr hingehe oder mal die Hand auflege oder das Kind in Empfang nehme und sage, ich weiß, heute Morgen war es schwierig und das kenne ich selber mit meinem Kind. Jetzt sind wir in der Schule und machen uns einen tollen Morgen. Und das sind so kleine Dinge, die aber unglaublich helfen. Und der Überbegriff in allem, sowohl mit dem Kind wie auch mit den Eltern, ist eigentlich in Beziehung treten. In wirklich echte Beziehung treten und echtes Interesse zeigen an diesen Menschen und vor allem am Kind. Weil mir geht es ja um das Kind vor allem. Also ich kann die Eltern ja nicht therapieren, aber mir geht es um das Kind. Also wenn ich dir so zuhöre, Nathalie, und wir kennen einander ja auch privat, ich habe davon ja schon viel gehört, aber jetzt, wo du das alles wieder so sagst, ich kann mir vorstellen, ganz viele Hörer hätten gerne dich als Grundschullehrerin für ihr eigenes Kind, weil das klingt so engagiert und so viel mit Herz und genau das ist es, was unsere Kinder speziell brauchen, jedes Kind braucht eine liebevolle Zuwendung. Aber nicht betroffene Kinder, die können das eher nehmen, wenn das nicht so kommt. Wenn diese zwischenmenschliche Beziehung nicht so ganz stimmt, dann können die das irgendwie kompensieren. Aber gerade unsere Kinder mit ihren feinen Antennen und ihrer dünnen Haut, die brauchen das in ganz besonderem Maß. Genau. Und was ich ganz wichtig finde für alle Lehrpersonen, setzt euch mit dem Thema von ADHS und ADS auseinander. Es gibt so viele gute Kurse, also bei uns in der Schweiz gibt es wirklich ein gutes Angebot. Ich nehme an, auch bei euch und auch in Deutschland, da kann man sich einfach über diese Thematik informieren und bekommt dann auch Tipps, zum Beispiel bezüglich Hausaufgaben, wie man dies den Eltern weitergeben könnte. Weil die Eltern sind oft auch hilflos und ratlos und getrauen sich dann nicht, der Lehrperson anzurufen, und haben aber zu Hause einen unglaublichen Streit wegen der Hausaufgaben. Und das ist nicht Sinn der Sache, auch nicht von der Lehrperson. Die möchte ja nicht, dass zu Hause immer Streit ist wegen den Hausaufgaben. Aber wenn man nicht miteinander redet oder die Lehrperson das Wissen nicht hat, ist es einfach wirklich schwierig. Und wenn man davon ausgeht, dass mindestens zwei Kinder pro Klasse eine Thematik mit ADHS oder ADS haben, oder mit Verhaltensauffälligkeiten, das sind meistens ja auch mehr, dann kann man all diese Tipps und Infos, die man aus Büchern oder Kursen ganz einfach beziehen kann, anwenden. Und es wirkt so wahnsinnig gut und man hat dann selber ein Erfolgserlebnis als Lehrperson, so wie ein positiver Kreis. Und da würde ich allen Lehrpersonen wirklich raten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weißt du, was ich machen werde, jetzt wo du das ansprichst? Ich werde unter diesem Podcast verlinken zu ein paar wirklich guten Büchern, Kohlemund und Rietzler mit Kindern lernen. Ja, und aber auch das ADHS-Buch, das eigentlich für Eltern ist. Das ist auch als Lehrpersonen unglaublich wertvoll. Richtig, das ist dieses Kohlemund Rietzler Buch, das Erfolgreich Lernen mit ADHS, ja, genau. Wo die Häschen drauf sind. Das ist eines meiner Lieblingsbücher, absolut Lieblingsbücher. Und dann gibt es auch noch Classroom Management. Das habe ich auch, das ist auch sehr gut. Und was auch sehr gut ist, neue Autorität für Lehrpersonen. Ja. Finde ich auch unglaublich toll. Und es ist einfach so, man liest das und das, wofür man dann bereit ist, das bleibt. Und das ist auch ein Prozess, der innerlich stattfinden muss. Aber dann macht auch die Arbeit als Lehrperson nach 20 Jahren noch Spaß. Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich bei dir, Nathalie, wirklich, ja. Ich möchte noch gerne etwas zum Lernen sagen mit den Kindern zu Hause, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Tipp, wo Lehrpersonen das Eltern auch sagen können. Und wenn das Eltern jetzt hören, das auch hilft. Okay, ja, gerne, gerne.
Ich gebe den Eltern immer gerne auch den Tipp bezüglich Hausaufgaben mit. Und zwar bei uns ist es so, dass wir am Elternabend formulieren, wenn es zu Hause Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben gibt, dass sich dann die Eltern bei uns melden dürfen. Oder auch, wenn das Kind nach der Zeit, in der ersten Klasse sind es 10 Minuten ungefähr, zweiten Klasse 20 Minuten, dritten Klasse 30, so geht es hoch. Das Kind hat gearbeitet, wurde aber nicht fertig mit den Hausaufgaben, dass dann die Eltern eine kurze Notiz schreiben können und das ist für uns okay. Weil Was die meinst du Kinder, mit Notiz? Welche Notiz würden die zum Eltern Beispiel schreiben? ein Post-it Ja. oder eine WhatsApp-Nachricht, wir haben 20 Minuten gearbeitet, mehr ging nicht, das reicht schon. Und wir sagen das auch den Kindern, weil es gibt oft Kinder, die wollen dann die Hausaufgaben unbedingt fertig machen. Aber es geht einfach nicht mehr und dann gibt es wahnsinnig Streit und dass wir auch die Kinder dafür sensibilisieren im Unterricht, dass wir denen sagen, wenn es mal irgendetwas gibt, auch ein spezieller Anlass oder ein Geburtstag oder eben wenn du gearbeitet hast und du merkst, heute geht es jetzt wirklich nicht mehr oder die Mama sagt, so und jetzt ist fertig, dann ist das okay für uns. Und das sagen wir immer wieder. Wir sagen aber, wir brauchen dann eine Notiz von deinen Eltern, weil einfach kommen und sagen, ich hab's nicht, das geht nicht. Und den Eltern sage ich oft im Elterngespräch, wenn es um das Lernen geht, dass man Lernsequenzen einplant. Das heißt, dass man den Arbeitsblock so vorbereitet und möglichst immer gleich, mit möglichst wenig Ablenkung. Und dann macht man den Arbeitsplatz bereit. Vielleicht mag das Kind irgendwie ein Getränk gerne oder irgendetwas, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Und dann startet man mit Lernen. 20 Minuten wäre jetzt in der zweiten Klasse, also so wie die Konzentrationsspanne ist, 20 Minuten. Und man stellt den Timer und nach diesen 20 Minuten macht man 5 Minuten eine kurze Pause. Und in dieser Pause geht man Wasser trinken, man hört mit dem Kind gemeinsam ein Lieblingslied, man tanzt vielleicht zu einem Lied, man schaut aus dem Fenster und beobachtet, was man alles sieht. Man geht vielleicht zusammen in die Waschküche runter und wieder hoch, also Treppen steigen. Irgendwie etwas Kurzes, aus dem das Kind nach 5 Minuten wieder gut aussteigen kann. Also es darf nicht Lego oder Playmobil spielen gehen oder ein Hörspiel beginnen und dann nach 5 Minuten muss es wieder aus dieser Situation rausgerissen werden und wieder arbeiten, sondern wirklich eine kurze Pause. Das ist ganz wichtig für das Hirn. Und dann nach diesen 5 Minuten Pause wieder 20 Minuten lernen. Das ist vor allem, wenn das Kind dann auf Prüfungen lernen muss, also wenn es eine längere Lerneinheit ist. Und dann nach diesen 20 Minuten eine längere Pause machen von 20 Minuten. Und in diesen 20 Minuten kann man dann auch mit dem Kind ein Spiel machen oder das Kind auch spielen lassen und 5 Minuten vor Schluss sagen, jetzt sind noch 5 Minuten und dann starten wir noch einmal mit Lernen. Und da wird es Diskussionen geben, ganz sicher. Und es braucht eine Zeit, bis sich dieses Modell wirklich so eingeschliffen hat. Aber wenn man da dran bleibt, dann gewöhnt sich das Kind auch dran. Es gibt dem Kind Sicherheit und es ist klar, jetzt 20 Minuten und nicht, wir beginnen jetzt zu lernen und lernen eine Stunde. Sondern es 20. ist ein überschaubarer Zeitraum, wo das Kind weiß, okay, 20 Minuten strenge ich mich jetzt an, aber dann habe ich eh eine Pause. Genau. Und wenn es dann zu Diskussionen kommt, dass man dann auch mit dem Kind, wenn es dann älter ist, darüber spricht, wir haben jetzt für 20 Minuten Lernen, weil 20 Minuten heißt konzentriertes Arbeiten. Also wenn das Kind dann noch auf die Toilette muss oder noch aufsteht zum Wasser trinken oder den Bleistift spitzen muss, das ist noch nicht Lernzeit. 20 Minuten Lernen. Und dann wird vielleicht am Anfang hat man 40 Minuten für diese 20 Minuten Lernen und dass man dann das dem Kind nicht gleich nach dem Lernen, aber am selben Tag rückmeldet, wenn du ans Lernen denkst, wie es heute Morgen war, wir könnten das Gleiche in 20 Minuten erreichen. Das braucht aber von dir, dass du einsteigst, wenn ich sage, jetzt lernen wir. Und da muss ich kurz in die Mutterrolle wechseln. Wenn man das thematisiert und da dran bleibt, das geht. Und es wird wirklich einfacher werden, das Thema der Hausaufgaben. Du meinst, dass du den Kindern auch rückmeldest, schau, wir haben heute 40 Minuten gebraucht für eine Sache, die wir in 20 Minuten erledigen hätten können, wenn du dich gleich darauf eingelassen hättest und wenn wir gleich gestartet wären und wenn es keine Diskussionen gegeben hätte und du nicht noch Toilette und Bleistift anspitzen und dies, das, wir wären wirklich viel flotter, wir hätten es flotter machen können und du wärst um 20 Minuten früher bei deinen Freunden gewesen oder bei deinem Videogame oder was auch immer. Genau, man könnte das noch ganz einfacher kommunizieren.
20 Minuten haben wir diskutiert für 20 Minuten Lernen. Ich erwarte von dir einsteigen, 20 Minuten lernen, weil dann kommst du dann auch zu deinen Freunden. Und du hast noch etwas gesagt vom Videogamen und das ist für mich unglaublich wichtig. Und irgendwie ist das nicht so in den Köpfen der Eltern und Lehrpersonen. Nach dem Lernen sollte man 30 Minuten Hirnpause machen. 30 Minuten keine Medien. Weil die Sachen, die du gelernt hast, die sind ja im Kurzzeitgedächtnis und die müssen sich so ein bisschen setzen können. Und wenn du dann wieder in ein Videogame einsteigst, dann wird das wie eine, man kann sich das so vorstellen, überschrieben oder überlagert. Und ich habe das meinem Sohn so erklärt, jetzt hast du so viele Wörtchen auswendig gelernt, das ist ja unglaublich schade, wenn du jetzt einfach mit Gamen beginnst und wir dann nachher diese Wörter eigentlich noch einmal lernen müssen. Und das habe ich immer wieder gesagt. Und jetzt ist klar, nach dem Lernen gibt es 30 Minuten, wir sagen dem auf Schweizerdeutsch, Hirnipause, also eine Gehirnpause. Und danach ist es möglich, was auch immer. Aber zuerst gibt es diese Pause. Okay, das ist eine super wertvolle Information. Ja, Nathalie, was mich auch interessieren würde, ob du den Eltern auch Tipps gibst, also sowohl für die Situation zu Hause oder erzieherischer Hinsicht, gibst du da eigentlich auch irgendwelche Tipps? Ja, das mache ich. Aber da muss ich auch sagen, ich habe natürlich durch meine eigene Erfahrung mit meinem Sohn und auch die langjährige Erfahrung als Lehrperson gewisse Dinge, die sich jetzt einfach über die Jahre bewährt haben, die ich dann weitergebe, aber dann klar auch kommuniziere. Jetzt spreche ich nicht als Lehrperson zu Ihnen, sondern als auch Betroffene oder auch als Mama von einem Sohn mit ADHS. Oder wenn es jetzt nicht um das ADHS-Thema geht, sondern einfach um Verhaltensauffälligkeiten, dass ich dann sage, wenn das mein Kind wäre, würde ich das und das ausprobieren. Weil ich gemerkt habe, dass die Eltern oft froh sind, wenn sie Tipps und Tricks bekommen und dann aber selber entscheiden können, möchte ich die umsetzen oder nicht. Wenn man aber das Gefühl hat, dass die Lehrperson nicht so viel Ahnung hat, dann würde ich nach wie vor immer den Eltern raten, informiert euch, lest, macht Kurse. Das ist das Wichtigste. Das stärkt einem selber. Das ist sowieso das Wichtigste als Eltern. Ich spreche immer von meinem Erziehungshaus und das Fundament für die Erziehung eines Kindes mit ADHS ist für mich immer die Information der Eltern. Denn wenn ich nicht weiß, was mit meinem Kind los ist, kann ich es nicht ADHS adäquat begleiten. Es geht einfach nicht. Genau. Ja, Nathalie, was ist denn für dich als Lehrperson sonst noch wichtig? Was erwartest du dir von den Eltern? Was wünschst du dir? Ja, da ist mir wichtig zu Beginn zu sagen, das ist wirklich ganz mein persönlicher Wunsch, ich als Lehrperson. Für mich ist es ganz wichtig, dass wir gegenseitig uns nicht beweisen müssen, dass ich die Eltern als Eltern respektiere und sie mich auch als Lehrperson und dass wir uns bewusst sind, das ist jetzt eine dreijährige Zusammenarbeit und es gibt ganz bestimmte Themen, da sind wir nicht gleicher Meinung und dass wir da wirklich ehrlich und offen miteinander kommunizieren, aber immer respektvoll. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, die Offenheit und das Ehrlichsein. Und dann ist ganz viel möglich. Also dann ist unglaublich viel möglich. Und auch, dass die Ansprüche der Eltern an mich als Lehrperson nicht zu hoch sind. Und damit meine ich, es ist unmöglich, auch wenn man wahnsinnig bewusst ist und sich mit dem Thema befasst. Jedes einzelne Kind, ganz wichtig ist für mich selber, für mich auch als Mensch, wie sind diese Kinder wirklich wichtig? Es ist nicht möglich, allen Kindern so gerecht zu werden, wie ich das gerne würde. Das ist nicht möglich, weil wir haben in der Klasse von Hochbegabung bis Kinder, die sehr Schwierigkeiten haben, bis logopädische Themen, bis ADHS, bis was auch immer. Es ist alles in einer Klasse. Wir haben Integration, wir haben alles in einer Klasse. Und die Ressourcen, das heißt die zusätzlichen Stunden, die wir bekommen, die sind wirklich nicht wahnsinnig viel. Und dass man da das Gefühl von den Eltern bekommt, wir sehen das und dass sie das auch sagen. Und das ist das, was wir von den Eltern in den letzten Jahren, also wir, meine Stellenpartnerin und ich, in den letzten Jahren also eigentlich schon immer so stark rückgemeldet bekommen. Und das gibt so wie ein bisschen Flügel. Also dann ist man unglaublich motiviert, sich noch mehr damit zu beschäftigen. Und wenn die Eltern Verständnis zeigen für diesen nicht möglichen Perfektionismus, dass es nicht immer gelingen wird, das meinst du? Ja, Verständnis zeigen dafür, aber auch schätzen, was man macht. Ja. Das, was man macht, dass das gut ist und dass sie das auch rückmelden und dankbar sind und vom Herzen aus, das spürt man, meinen die Eltern das wirklich ernst. Es geht mir nicht darum,
dass jemand mir zu Weihnachten Danke sagt und nein, ich finde, ich bin die doofste Lehrerin, dann soll es für sich behalten oder konstruktive Kritik geben. Aber dass sie das auch mitteilen, wenn sie das wirklich so fühlen. Weil das hilft der ganzen Zusammenarbeit und hilft schlussendlich den Kindern. Wer hört nicht gerne eine positive Rückmeldung? Wer wird nicht gerne gelobt? Wen beflügelt das nicht? Komplett verständlich, natürlich. Ja, super, Nathalie. Das war ein ganz tolles Interview wieder. Ich sehe es schon kommen. Ich glaube, wir werden einander irgendwann in der Zukunft noch ein drittes Mal hören. Ja, wir haben, glaube ich, heute gar nicht alles untergebracht. Aber vielen, vielen Dank, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast. Ich bin überzeugt, viele Mamas und Papas haben sich da einiges mitgenommen und in dem Fall auch wahrscheinlich viele Lehrkräfte. Herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank auch an dich. Ja, ihr Lieben, das waren mal einige Tipps und Strategien von Nathalie für Eltern und Lehrkräfte, wie die Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Elternhaus gut klappen kann. Aber so wie ich das bereits im Interview angesprochen habe, werde ich Nathalie bald wieder zum Interview einladen, da sie noch viele andere Dinge hat, die sie gerne mit euch teilen würde. Sobald dafür ein Termin feststeht, werdet ihr davon von mir erfahren. Dann erinnere ich nochmals an die Möglichkeit, sich das PDF unter www.adhshilfe.net/schule2 herunterzuladen bzw. beim Webinar dabei zu sein, für das ihr euch einen Platz unter www.adhshilfe.net/webinar reservieren könnt. Und in der nächsten Woche? Da lassen wir dann die Korken knallen, denn in einer Woche feiern wir das einjährige Jubiläum des ADHS Family Podcasts und dazu wird es ein Best-of geben. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf.